Fuzzi, Bizzi, Teeny, Weeny, Honolulu, Strandbikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 100 Jahre, 100 Schlager. Heute fliegen wir zurück ins Jahr 1960, aber wir fliegen nicht allein. Wir haben ein paar Stargäste dabei. Wir sagen nur 8, 9, 10. Na, was gibt's denn da zu sehen? Am Strand von Florida ging sie spazieren und was sie trug, hätte keinen gestört. Nur eine einsame, piekfeine Lady fiel bald in Ohnmacht und war sehr empört. 8, 9, 10, na was gibt's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Er war schick und er war sehr modern. Ihr Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. 1, 2, 3, na was ist denn schon dabei? Die Cabaneros am Copacabana rannten ihr immer zu hinterher. Da lief sie weg und vor Schreck gleich ins Wasser. Dabei ertrank sie beinahe noch im Meer. 8, 9, 10, na was gibt's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Er war schick und er war sehr modern. Ihr Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. 1, 2, 3, na was ist denn schon dabei? Ba, ba, ba. In Venedig war grad Viennale. Ein Fotograf, der hielt sie für einen Star. Doch in der Zeitung stand später zu lesen, dass der Bikini nur schuld daran war. 8, 9, 10, na was gibt's denn da zu sehen? Es war ihr Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Er war schick und er war sehr modern. Ihr Itzi Bitsi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. Und so zog sie den Bikini, den sie nirgends tragen kann, ganz alleine zu Hause in der Badewanne an. Wow! Halbzeit, Lady Sunshine! 50 Jahre von 100 Jahren haben wir geschafft. Juhu! Und dann gleich mit so einer fulminanten Folge mit so vielen Stargästen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass so viele liebe Kollegen von uns mitgemacht haben, wie zum Beispiel die Daria Kinzer, der Richard Schmetterer, die Sarah Elena Koch und natürlich ein riesen Dankeschön an all unsere lieben Freunde, die sich da hingestellt haben und unsere Fans, die mitgemacht haben. Danke. Danke, danke. Und in der Beschreibung dieses Videos haben wir ganz viele Webseiten von vielen Kollegen, die mitgemacht haben, verlinkt. Schaut doch mal auf deren ihre Programme, da gibt es ganz viel zu entdecken. Man hat ja momentan eh nichts zum Tun, gell? Genau, die zwei Dirndln zum Beispiel haben auch mitgemacht, oder eine davon zumindest. Ein halbes Dirndl. Ja. Ja, und nächste Woche geht es dann mit 100 Jahre, 100 Schlager weiter in sehr ungewohnte Gefilde für uns. Wir machen ja eigentlich Schlager der 20er bis frühen 60er Jahre. Nächste Woche dann ist ja 1970 dran. Welches Lied wir uns da vorgenommen haben, werden wir nicht verraten an dieser Stelle. Aber so viel sei gesagt, wir probieren aus jedem der Schlager, die jetzt kommen, auch wieder ein Lady Sunshine und Mr. Moon Schlager zu machen. Was das heißt, tja, das wird man dann sehen. Hoffentlich verzeiht ihr uns alles, was wir da machen. Jedenfalls hoffen wir sehen uns wieder. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche bis dahin. Alles Liebe sagen Lady Sunshine und Mr. Moon. Tschüss, Baba.